Klartraum. Handbuch einer Fee. Teil 5. Es geht weiter mit der Rede an die Menschheit. Schnipsel, Rest 1. First Real Revolution. Es wird die erste echte Revolution sein, weil sie aus der Natur heraus passiert. Verbunden als eins. Wir bilden Inseln der Nachhaltigkeit in einem Meer der Nichtnachhaltigkeit, sagte Dennis Meadows im Bundestag 2011, derjenige, der die ersten Studien an den Club of Rome veröffentlichte. Erkenne die Muster. Neue Sprache. Anderssprache benutzt gefaltete Wirksprache. Jeder versteht. Fraktale Grammatik. Duden für die Menschheit. Sprich, wie du meinst, nicht wie gelernt. Jeder versteht Wirkung. Lautklangsprache. Modular gefaltet. Das war's auch schon zur neuen Rechtschreibung. Geld fraktal zerlegt. Das Industriezeitalter, das Informationszeitalter war Werkzeug. Geld eine Hilfsgröße. Geld wird überflüssig. Wir leben sehr bald in Symbiose mit Pachamama. Es wird fraktale Ähnlichkeitsabbildungen zu Geld geben, die frei von Zins sind. Gibt es schon. Regionalwährung und Tauschmittel. Das Beste, schenken. Schulden aufgehoben. Die waren ohnehin nie real. Permakultur, Planet Erde. Permakultur ist lebendiges, selbstreproduzierendes Leben im Überfluss. Die Natur ist größenwahnsinnig in dem, was sie gibt. Wer was hat, schenkt. Wer nichts hat, wird beschenkt. Alles ist Kreis. Rede an die Menschheit, Schnipsel, Rest 2. Jetzt kommt Universum 2.0, Mensch 2.0. Den Untergang können wir überspringen. Rache auch. Rache wird irrelevant. Jeder Mensch wird vollkommen geboren. Negative Charakterzüge sind immer Folge von Lücken im Energietorus. Das heißt, man liebt sich nicht zu 100% selbst. Meist in der Kindheit entstanden. Lückenmenschen kompensieren ihre Lücken, indem sie von geliebten Menschen Energie saugen und ihnen ähnliche Lücken antun. Selbstliebe kann wiederentdeckt werden. Traumas vergessen. Love yourself. Amate. Selbstliebe. Keiner ist zu einem verdammten Leben verdammt. Ein Baum ist ein hundertprozentiger Egoist. Ich bin der, der ich bin. Er liebt sich, zweifelt nicht. Weil er schön ist, können andere bei ihm schön sein. Alles Krankhafte auf diesem Planeten vergeht. Heilt außen, heilt innen. Und umgekehrt. Mensch-Tier-Symbiose. Mensch und Tier können in Symbiose miteinander leben. Wie es geht, erzählen die umstrittenen Anastasia-Bücher, die durchaus mehr als eine Geschichte sind. Anastasia, die Tiger-Einwohnerin, ist Nachfahrin von Völkern, die kaum Kontakt mit unserer Welt hatten. Sie kann zaubern und betont, sie ist nur eine Frau, die im Wald lebt. Die großen Vorreiter leuchten zu stark, als dass man sie länger ignorieren wird. Lichtbombe. Dass es so viel Hoffnung für die Welt gibt, wurde bisher nicht wahrgenommen. Man nannte uns Esoteriker, Spirituelle, Heilpraktiker, New Age, Ökos, Dreads, Dreadheads, Junkies, Spinner, Hippie, Yoga,
Man ignorierte die Raver, die Goa-Kultur, die Punks, die Hip-Hopper, die Sprayer. Give me names. Das hat uns nur geschützt. Wer nicht ernst genommen wird, kann in Ruhe an einer anderen Welt bauen. Eine Bewegung kannst du nicht machen. Eine Bewegung erschafft sich selbst. Wir waren so unsichtbar, weil ein Teil von uns kaum mehr in Städten lebt. Der andere Teil bildet Inseln, Wagenburgen, Anarchiezentren, Punklager, Transitiongruppen, Be the Change-Initiativen, Eco-Villages, Earthships, Hippie-Lager, Festivals, Communities. Ebenso wie die, die nie an dem Wahnsinn in den Städten mitgemacht haben. Dorfeinwohner, unsere Großeltern und Kinder. Raumstationen werden sich auf der Karte bilden. Die anlandenden Wohnformen aller Bauwägen, Tippis, Container, geodätische Kuppeln, Jurten, Baumzelte, Baumhäuser, LKWs, Hütten, Türme. Eine Tetris-Party in Sacred Geometry. Ein Spinnennetz, artgerechter Haltung. Humanoider. Keiner muss mehr in den grauen Schuhschachtelblocks leben. Ein Mensch ohne Garten ist kein Mensch. 3 Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Ja, Mann, KZ, die Welt geht unter. So schaut's aus. Punk Steam is immortal. Mad Max ist mein Freund. Werd Jäger und Sammler. Und ich weiß, es gibt da die Schamanen in den Urwäldern der Erde, die aufgehört haben, ihre Lebensjahre zu zählen. Seit hunderten Jahren trommeln und tanzen. Die in unserem Leben mitmischen, ohne dass wir es wussten. Bald weiß es jeder. Alles macht Sinn. Epic Words are Magic. Die Verdichtung der Sprache verwandelt den Raum. Wirkung ist Magie. Liebe ist. Es wird der Tag kommen, an dem alle Grundstücke der Erde frei sind. Der Tag, an dem alles allen gehört. We live here. Damit endlich mal alle anfangen können zu leben. Auf diesem blauen Kristall namens Erde, im unendlich schönsten Universum, das man sich vorstellen konnte. Weil wir nicht warten konnten, bis das Paradies kommt, haben wir schon mal angefangen. Danke an die, auf deren Schultern wir stehen. Weißt du noch das Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen? Von KZ. Hurra, die Welt geht unter. Wir gehören uns selbst. Keinem Land, keinem Staat. Problem solved. Buy out your ID and be Earthlam. TTIP, Weltherrschaftspläne, Codex Alimentarius und überhaupt. Ist dein Personalausweis eine Arbeiternummer, eine ID im Staatssystem? Die Geburtsurkunde und den Personalausweis kann man per Klage am EU-Gerichtshof oder ähnlich freikaufen, löschen lassen. Dann ist man wie Ureinwohner, ein Mensch auf diesem Planeten ohne Staatskonstrukt. Erdling statt Bürger. Macht Sinn als Massenbewegung, kurz bevor das Sozialsystem und der Staat damit eh aufgehoben werden. Falls nach diesem Buch nicht was anderes wichtiger ist. Buy out your ID. Reinvent humanity. Bewusstsein geht online. Duden for humanity.
the Swarm. Piratenpad for President. Die Piratenpad, die Etherpad-Technologie, liefert interaktive Internetnotizzettel, die jeder ohne Anmeldung instant bearbeiten kann. Das könnte Grundlage für Bewusstsein geht online werden. Danke Nerds, danke Open Source Community, danke Napster, danke Linus Torvalds. To-do Facebook-Metamorphose. Idee für Bewusstsein geht online an Mark Zuckerberg / Facebook weiterleiten. Google ist auch unser Freund, sehr intelligent. Dank der evolutionären Übersetzungsmaschine von Google konnte das Buch in nur 2 Monaten in 2 Sprachen fertiggestellt sein. Steve Jobs, auch ein Revolutionär unserer Zeit. Bill Gates ist das Gegenteil von Dagobert Duck. Er hat ausgelöst, dass Reiche über die Hälfte ihres Vermögens für Gutes weitergeschenkt haben. Leonardo DiCaprio, Angelina, Hollywood in jedem 10. Film, inzwischen fast in jedem 5. Film. Die Liste ist endlos. Critical Mass is everywhere. Connect the clusters. Wenn du was brauchst, frag danach. Wir sind viele. Auftakt, Besprechung des Untergrunds. Die Welt ist nicht schlecht. Ist doch egal, wer reich war. Ist doch egal, was schiefgelaufen ist. Es zählt, was blüht. Jeder liebt. Was aussterben war, wird sich verwandeln. Wir designen die neue Welt gemeinsam. Es ist, was es ist, und es ist gut. Nichts von früher zählt. Harmonie. Wird Zeit, dass Copyrights, Patente, Gesetze aufgehoben werden. Dann sind wir alle Künstler. Firmen und Staaten werden eh bald Open Source. Instantan Paradies. Zeitenwende. There are many real magical moments. Moments of synchronicity. Where the universe provides and things work out. Oder es kommt zu dir, noch bevor du gefragt hast. Ich liebe das Universum für seine vielen magischen Fügungen. Das Orakel 2.0. Ereignishorizont des Schwarzen Lochs. Auftakt, Besprechung des Untergrunds. The moment I write, things get fulfilled. The moment you feel, things get fulfilled. The moment we act, things get fulfilled. Seed of light. Vision circle is Pangea. Workshop im Hellsehen. Erkenne die Struktur des globalen Bewusstseins. Sit down to read. Verbindest du in den tiefen DMT-Raum, dann nutzt das globale Bewusstsein dich, um zu denken, weiterzudenken, an Fragen, die seit hunderten Jahren keine Antwort gefunden haben. Gott unterliegt auch der Evolution. Es benutzt dich, um seine Fragen zu beantworten. Derb. Findet sich eine Antwort, so ist sie für immer als Wahrheit, als Resonanzfrequenz in den DMT-Raum, in die dunkle Energie, in das globale Bewusstsein, in den Metaraum eingraviert. Jemand anderes, der sich die gleiche Frage stellt oder gestellt hat, findet die Antwort damit schneller, instantan.
Das ist vernetzte Intelligenz. So war es, dass dieses Buch nur innerhalb eines Mondzyklus das werden konnte, was es ist. Klar, Traum. Ich bin telepathisch mit allem verbunden. So lösen sich Irrtümer auch von selbst. Die meisten hören uns nur noch nicht. So verbreiten sich auch die Witze. Wie der, dass wir selbst das System noch so lange hinhalten, bis die Fee mit ihrem Werk fertig ist. Die Punks, Attacks, Greenpeace, Grün, Occupy, Links, Pöbel und Gesocks, Hip-Hop-Lehrer und sonstigen Aktivisten sind perfekte Systemblockaden und Bewusstseinsformer. Danke für so viel Energie. Man konnte gut im Kapitalismus chillen, seine eigene Welt zum Paradies formen. Unsichtbar wird sichtbar. Zufall ist Chaos, ist Anarchie, ist Teil der Evolution. It was about gaining time. Es ist Zeit für eine plötzliche Wende. Mit jedem weiteren Jahr Business as usual fühlt es sich so an, als ob wir wieder 80% Planet verlieren. Darum war Trump auch eher Stilmittel, um die Schläfer zu wecken. Und hier lacht er auch. Lass mal Wertung fallen. Stell dir mal Trump in Hippiehosen vor. Wenn wir alle meditieren, geht das. Wir sind die Urwesen. Wir sterben nicht. Wir aktivieren uns. Wir waren mal Licht. Denk über den Rand. Die Sprüche, die noch nicht so ausgereift sind, verschwinden wieder. So ist es mit dem Satz, wer jetzt lebt, muss nie mehr sterben. Das stand schon mindestens 3-mal in den Aufzeichnungen, klingt episch, aber wurde wieder entfernt. Damit spielen wir erst noch Federball. Radiergummi erlaubt. Verletzlich bleiben wir ohnehin vorerst in einer Welt mit Gravitation. Das Hybridleben im System hinterlässt Spuren. Beschädigungen am Körper umzukehren ist absolut nicht unmöglich, doch auch abhängig davon, wann der Bewusstseinssprung passiert. Das globale Bewusstsein ist sich seiner eigenen Struktur bewusst. Es sieht die Weltlinien allen Lebens und die Formen, die es zeichnet. Es nannte sich mal Gott, kommt jetzt aber auch gut mit der Bezeichnung Global Consciousness oder Gott in dir aus. Vom Bewusstseinswandel zu sprechen ist auch viel moderner als vom Gotteswandel. So kann die Komponistin des Klartraums für alle Abhängigkeiten, alle Dinge, alle Bewegungen auf dem Planeten die Pfade spüren, in die Zukunft fühlen. Und sie wieder in ihren Möglichkeitsraum falten. Nutshell InDesign. Wir haben verstanden, wie ein Same funktioniert. Wie alles zusammenhängt. Wert Fabelwesen. Du brauchst auf jeden Fall irgendwann kein externes DMT mehr. Du bleibst dauerverbunden zum Mutterversum und produzierst es selbst. Das Spirit Molecule ist letztendlich nur der Türöffner, die Freischaltung, der Mini-Abbildung von Gott, die in jedem steckt. Remember ancient information. Sit down to read. Besprechung des Untergrunds. Den Teufel gibt's nicht. Das ist ein Glaubensbild. Reales, was du fühlst, was ein Mensch ist, wenn er geboren wird. Anmerkung, dass es keinen Teufel gibt, schreibe ich jetzt einfach mal so. Ich habe mich nie mehr mit der dunklen Seite beschäftigt. Eben darin liegt ja die naive Energie des Lichts.
Leben ist eh nicht auszulöschen, darum war der Teufel egal. Hab einfach keinen Bock mit der Frage Teufel in den DMT-Raum zu gehen. Es gibt Wichtigeres. Darum haben sich ja andere schon gekümmert. Tatsächlich ist das der eigentliche Grund, dass bald eine Wende aller Realitäten möglich ist. Wir haben schon gewonnen. Danke den Kämpfern gegen die dunklen Mächte. Der Kampf fand in den Hyperräumen statt. Wir fragen uns, wie wir das mit der Säuberung des Planeten machen sollen. Man könnte die Städte in sich zusammenfalten. Erdbeben und Co. Wie Kartenhäuser. Ein leichtes. Unsere Aufgabe ist nur zu schauen, dass links und rechts davon niemand getroffen wird. Darum, read the fucking manual. Klartraum. Das globale Bewusstsein hat sich selbst weiterentwickelt. Seine eigenen Ideen revidiert oder erweitert. Die Religionen waren nützliches Hilfsmittel zur Evolution. Viele verschiedene Sprachen des einen Denkenden. So ist es. Gott hat sich durch uns weiterentwickelt und seine eigene Bibel, seine Prophezeiung in Frage gestellt. Ein neues Schicksal komponiert, das jetzt Kristall werden kann, also Form annehmen kann. Der Weg waren die Trips der Freaks. Danke, Wahnsinn. Ob du daran glaubst, dass es Anastasia wirklich gibt oder was du von der Anhängerbewegung hältst, die entstanden ist, spielt dabei lustigerweise nicht zur Sache. Denn es geht um die Informationen, die die Bücher zugänglich gemacht haben. Als ich die Anastasia-Bücher entdeckt habe, hat es mich so tief erfasst, ich musste auf Waldreise gehen, um dort weiterzulesen. Bong im Rucksack, versucht meinen Strahl wie sie zu nutzen, den Tag wie sie zu beginnen, nackt im Morgentau baden, Menschen heilen, an Baumwurzeln schlafen, in 5 Tagen 3 Zauberwälder. Anastasia erzählt, wir sind die Geschichten aus ihren Buchseiten. Mir war bald klar, Anastasia schreibt den anderen Teil der Bibel, die ich gerade schreibe. Und das völlig ohne Drogen. Anastasia war eine der ersten, die schon mal Nostradamus und den Weltuntergang in den Arsch getreten hat. Es muss doch auch anders gehen. Damit waren wir beschäftigt, mit dem, wie es gehen soll. Wie es sich anfühlt, wenn alle aufwachen, statt 2 Klassen zu benennen. We are one. Es ist genug für alle da auf diesem Planeten. Die geschätzt 10% Natur, schöne Orte, die noch übrig sind, reichen aus, um die Menschheit aufzunehmen. Als integrative Lebensform der wiederhergestellten Erde. Wir sind Licht. Wir sind Kristall. Wir funktionalisieren die Dunkelheit. Kein Mensch ist dunkel, keiner böse. Er hat nur vergessen, woher er kam. Boah, sind wir naiv, denkt es sich. Aber einen Versuch ist es wert. Zur Not kann man immer noch Plan B und Plan C umsetzen. Das globale Bewusstsein wird sich anpassen. Wie die Burg. Sobald wir dort angekommen sind, waren unsere Trips nur der Weg dorthin. Magie verstehen. Der Film im Film im Film im. Anastasia kann die Leben derer, die sie zum Blühen bringt, sehen. Ist mit allem verbunden. Sie sieht ihre Visionen Form annehmen. Sie schreibt, dass wir die Geschichten in ihren Buchseiten sind. Jetzt entfalten sich die Geschichten der Freaks und Urwesen. So schreibt sich die Geschichte der Geschichten. Da äschert's in dir.
1996 gab es den ersten von inzwischen über 11 Bänden Anastasia, Tochter der Tiger von Wladimir Merge. Ihre Bücher haben Russlands Wissenschaft und Politik verändert. Anastasias blühende Visionen zu Russlands Transformation durch freie Familienlandsitze und blühende Heilgärten hat seit Jahren in Russland tausendfach Form angenommen. Ganze Bezirke haben Gesetze zur Schenkung von Land für Familien eingeführt. Dank gilt Wladimir Merge, der russische Geschäftsmann, der sie entdeckte und seine persönliche Transformation durch sie der Welt teilte. Wert transparent, Vorreiter. To-do, zwei Seiten Urweisheiten, Anastasia. Ich habe eine Zusammenfassung erstellt, die ist auch online auf der Klartraum-Seite und das wird es auch noch als Hörbuch geben. Die besten Ausschnitte, die kann man nicht besser nacherzählen, als in den Büchern steht. Storytelling Epic. PS. Auf Festivals könnte es dieses Jahr Reading Circles und Poetry Slams geben. Jetzt werden die Bücher Licht, die es wert sind, gehört zu werden. Anastasia und Evolution of God. Die Anastasia-Bücher von Wladimir Merge, die von einer mächtigen Urfrau aus den sibirischen Wäldern erzählen, haben neue Gedankenmuster aus dem globalen Bewusstsein erklärt und sichtbar gemacht. Anastasia hat gezeigt, wie man mit Gott streiten kann, hat ihn auch als globales Bewusstsein erkannt und die Schöpfungsgeschichte wunderschön neu erzählt. Sie erklärt, wie man Samen programmieren kann und vieles mehr. Sie korrigierte unser Weltbild, erklärte, dass wir niemals aus dem Paradies vertrieben wurden und dass Gott sich vollständig aufgelöst hatte. Und zwar in dem Moment, als er noch den letzten Funken der Liebe, die bei ihm geblieben war, in Form eines Kometen auf die Erde sandte. The Matrix Terminal. Die letzten Seiten sind doch gar nicht für alle bestimmt. Das ist ja eine Besprechung der Revolution. Oder doch? Besteht vielleicht genau darin der Bewusstseinssprung? Immerhin würde das die Grundlage legen für Instantanparadies. Wir hinterfragen, was ein Witz war, ob es nicht auch real werden könnte. Das Universum will durchs Nadelöhr. Nichts soll mehr geheim sein. Illuminati sind auch Familie. Städte sterben aus. Städte haben einfach nicht die Form, die Weltlinienmuster des Lebens hervorbringen könnten. Zu viele raumblockierende Boxen, Häuser, Hochhausblocks, keine Kreise, Spiralen oder Fraktalstruktur. Circle includes all people. Flüchtlingslager könnten wie Rainbow strukturiert werden. Kreise, Fraktale, Food Circles. Der Gedanke kam der Fee schon oft. Plötzlich wären die Ärmsten die Reichsten. Und sobald die Staaten sich aufheben, sowieso. Wir könnten alle mal Flüchtling werden. Stadtflucht als Partykarawane. Damit kann das Wort Flüchtling dann auch aussterben. Wir sind alle gleich. Rainbows fanden ohnehin oft nahe an den Krisenorten statt, um ein Leuchtfeuer des Friedens auszustrahlen. Das World Gathering 2016 fand in den Bergen im Hinterland Ägypten statt, nahe den Terrorzonen. Rainbow ist ein lebendes Funktional des globalen Bewusstseins. Die Struktur wurde vom Leben selbst abgeschaut. Die größte Friedensbewegung der Welt war unsichtbar. Die Paradiese konnten geschützt wachsen. Wir sind bereit. Die große Transformation kann kommen. Wir sind viele.
Es gab auf den Rainbow Gatherings eine Bezeichnung für das System da draußen. Doch diese sei jetzt vergessen. Wir haben uns oft gegenseitig daran erinnert, dem System nicht mal mehr einen Namen zu geben. Zaubern funktioniert nur, wenn du vergisst, was vorher war. The existence of Babylon shall not be in our minds when we make decisions, sprach der Vision Circle. Der Vision Circle findet täglich auf den Rainbow statt. Dort bündelt sich alles. Die Treibende ist eine gemeinsame Vision. Wichtigste Seiten der Menschheit. Hier endet deine Realität. Schwarzes Loch. Metamorphose Universum. Schamane ist Programmierer im Hyperraum. Das ist das, was er hauptberuflich macht. Gore Timothy Rassadin. Die Zeit der Reparatur wird einfach übersprungen. Die Technik brauchen wir auch nicht mehr wirklich. Wir bekommen ein neues Modell Planet, ein neues Modell Mensch, freigeschalten. Ein hoher Zweck, die Bestimmung einer Spezies zu verändern. Recomposing Destiny. Wenn du es packst, zieh dir das rein. Die Strukturen, die ausgedient haben, werden fallen. Unsere Aufgabe ist es zu schauen, dass links und rechts davon keiner erschlagen wird. Es gibt keine Tyrannen. Der zufriedene Sklave ist der größte Feind der Freiheit. Reparier nicht, was eh untergehen wird. Wir haben schon gewonnen. Die neue Erde ist schon da. Wir sind bloß 2-3 Seiten davor. Das Wichtigste zuerst. Hier verlinkt der Klartraum auf die Infos und Botschaften, die schon vor 2 Jahren und vor einigen Jahren zuvor online gingen, nur nicht sichtbar waren, weil sie, es sollte wohl so sein, dass es erst jetzt im großen Stil ankommt. Gore Timothy Rassadin über Meisterschaft und die aktuelle Lage ist eins der Videos in YouTube. Dann das andere ist Gore Rassadin Titanic, was ist zu tun? Oder auch Gore Rassadin über Lichtnahrung auf 10 Minuten, extrem amüsant und lehrreich, wie du es deinem Körper beibringen kannst, sich von Licht zu ernähren. Consciousness Bubblefish im Ohr. Besprechung des Hyperraums. Schamane ist Programmierer. Das ist einfach ein Megatipp für des Abends, sich das anzuhören. Danach ist man um Dimensionen weiter. Klartext. Die Welt transformiert, noch bevor wir bis 3 zählen. Wichtigste Seiten der Menschheit. Nach 300 Seiten des Klartraums erstellen, mal geschaut, was andere, die über das neue Zeitalter schreiben, so erzählen. Ich hatte keinerlei Einfluss von irgendwelchen spirituellen oder irgendwelchen Netzwerken, weil ich war damit beschäftigt zu leben und den DMT-Raum zu erforschen und meine Paradiesorte auszubauen. Anstatt, und genauso sollte es sein, um jetzt darauf hinweisen zu können, was Licht ist. Was ich ahnte, bestätigt sich. Nur viel schneller als gedacht. Es ist nämlich schon passiert. Wir sind 1:01. Der Kampf ist schon gewonnen. Und der war nicht das System oder Tyrannen. Der Kampf war auf Ebene der Urmächte des Universums. Die Schamanen und tausende Freaks haben über Jahrtausende dort für uns gekämpft, gelernt, den Raum geformt und ein neues Schicksal erfunden. Die nächste Welt wird genial. Das war die Evolution von Gott. In jedem, verbunden in die Schwarmintelligenz. Es hat gereicht,
dass 0,00005% von uns sich im Gottsein üben. Die neue Erde ist schon da. Der Quantensprung wird noch in diesem oder im nächsten Jahr, also 2017 oder 2018, von allen Urkräften der Erde, des Universums und des Hyperraums gemeinsam ausgelöst. Die Welt, wie wir sie kennen, endet. Eine neue wird überlagert. Dort werden wir aufwachen. Die Welle, die da auf uns zukommt, wird uns schneller erreichen, als wir fertig mit Vorbereitungen für die neue Zeit. Das ist auch okay so. Man wird doch eh nie mit allem fertig, was man noch machen wollte. Es reicht. Die kosmologische Anordnung passt bald perfekt. Das Erdmagnetfeld wird switchen. Reset. Es braucht keine Wiederherstellung oder Reparatur des alten Systems. Es lässt sich nichts retten an der Titanic. Das Ganze war nur, um Zeit zu gewinnen. Es war wichtig, es war, um Zeit zu gewinnen. Doch ab sofort können wir mit allem Rumschieben in der 3D-Welt aufhören. Bereits 2020 soll nicht mehr existieren in der Zeitschiene. Vorher wird durchgeschüttelt. Wir wissen's, weil wir es selber auslösen. Danach sind alle Probleme gelöst. Der Mensch bekommt auf zellularer Ebene Upgrades. Die Schwarmintelligenz durchläuft damit eine Metamorphose, an der wir alle teilhaben. Jetzt war es das. Das Erdmagnetfeld wird bald einen Polwechsel haben. Das gab es schon öfter in der Erdgeschichte. Alle kosmologischen Ereignisse haben genau auf jetzt dann hingespielt. Um alle Energien zu bündeln. Die Lektion fürs kollektive Bewusstsein? Wenn du gegen deinen Planeten lebst, dann geht das in die Hose. Cut, cut, cut. Der Klartraum war fürs Aufwachen zuständig. Handwerkszeug für die letzte Zeit vor der Wende ist der gesunde Menschenverstand. Es ist, als ob man uns allen sagen würde, ihr habt nur noch ein Jahr zu leben. Was würden wir machen? Alles Irrelevante sein lassen, aufs Wesentliche fokussieren. Informieren über die neue Welt, die kommen wird. Denn je mehr man vorher schon weiß und übt, umso leichter tut man sich auf der anderen Seite. Wer über das neue Zeitalter in absolutem Klartext spricht, ist Drunvalo Melchisedek, Goa Timofey Rasadin und Little Grandmother Kiesha. Bildet Banden, macht Schulden und verbindet in die Dörfer, in die Communities. Denn es wird keine Bank, kein Rechtsstaat mehr da sein, um sie einzutreiben. Rechne damit, dass Strom, Geldautomat, Supermarkt nicht mehr funktionieren. Leg Vorräte an. Nur einige Vorkehrungen, um die ersten Tage, Wochen nach dem großen Unwetter klarzukommen. X Tage Meditation. Global. Danach werden die Funkstationen der neuen Welt auftauchen. Und eine große Party wird das neugeborene Zeitalter einläuten. In der neuen Welt haben wir dann auf Fähigkeiten Zugriff, die jetzt schon geübt werden können. Lichtmensch freischalten, Wärme erzeugen, beamen, Körper verlassen, Materie bewegen. Lass dir von den Zauberern, die den Sprung vorbereiten, erzählen, was möglich ist. Das ist nicht deren Idee, sondern sie sprechen für die Schwarmintelligenz. Hier fällt der Klartraum in ein schwarzes Loch. Es ist jetzt nicht mehr wichtig, alles fertig zu kriegen. Die Infos müssen schon früher als geplant ans Licht. Als Mittendrin-Version statt einer runden Beta. Denn es hat hier seinen Zweck erfüllt. Logik vernetzen, wirken, aufwecken. Die wichtigsten Infos zu aller Wahrheit vernetzen.
Ein Teil der Menschen wusste diese Wahrheiten schon lang. Erst bauen wir die Welle auf, dann reiten wir darauf. Der Klartraum wirkt. Er ist dafür zuständig, für die wichtigsten Infos der Welt offen zu sein. Wie wird das neue Zeitalter ausschauen? Was ist jetzt noch wichtig? Glaubensbilder löschen. Sobald wir aufhören, an einen Weltuntergang zu glauben, gibt es auch keinen. Krieg ist nur im Kopf. Wie die Metamorphose verläuft, bestimmen wir. Es gibt keine Uhr, die tickt und einen genauen Tag vorgibt, wann die Welle kommt. Denn wir werden es selbst auslösen. Es ist wie mit dem am Rainbow. Sobald einer anfängt, machen alle mit. Lichtbomben, Revolutionspotenzial ist unser Pinsel. Der Schwarm erwacht. Chaos before revival. The endgame is healing. We are one wird zur Formel. Nun denn, in der Ruhezeit zwischen der Alpha- und der Beta-Version, während alle mit Unfassbarkeit beschäftigt waren, hatte ich Zeit für die Ansagen der Zeitenwandler. Hiermit kann der Klartraum jetzt vervollständigt werden und vollendet. Wichtigste Seiten der Menschheit. Hier ergänzt sich der Klartraum zur finalen Beta-Version. Was folgt, ist in sich maximal informativ. Damit kann man den ganzen Klartraum überspringen. Hier erfährst du, wie du ab sofort von 3D auf 5D wechseln kannst. Warum schon seit Jahren Tausende multidimensional leben. Wissenschaft und Spiritualität wurden bereits vereinigt. Klartraum war Auftakt. Der aktuelle Stand toppt alles. Damit wird der Klartraum Geschichte. Er war das fehlende Puzzlestück zwischen schamanischem Wissen, den Wirkstoffen der Natur und dem Wissensstand der Menschheit. Was im Klartraum als Metamorphose benannt wurde, ist im Detail ein Dimensionswechsel von 3D auf 5D, der allen bevorsteht. Man muss nicht mal auf die Welle warten. Man kann in kürzester Zeit ein körpereigenes, multidimensionales Raumschiff aktivieren. Die Merkaba. 5D für alle. Hunderttausende leben schon lang in 5D. An den schönsten Orten der Welt beobachten entspannt in den Schaukelstühlen, wie die Lichtbombe in den Städten ankommt. Bei den 3D-Wesen, die wie wirbelnde Teilchen aufwachen. Auch wenn wir noch so tolle Projekte für dieses Jahr geplant haben, jetzt ist die Zeit, plötzlich mit allem aufzuhören und Zeit zu haben. Denn alles Rumschieben in der 3D-Welt macht einfach keinen Sinn mehr. Wert 5D. Wir erleben in Kürze einen Wechsel von 3D auf 5D. Es geht nicht darum, zu überleben, sondern seine Aufgabe zu kennen und bereit zu sein. Unnützes Wissen wird global gelöscht. Neue Fähigkeiten werden installiert. 100% unserer DNA aktiviert. Innerhalb von Stunden können wir dann unsere Körper heilen. Alle künstlichen Produkte unserer Zivilisation werden sich in ihre Bestandteile auflösen. Der Planet muss nicht aufgeräumt werden, nichts mehr repariert. In den Jahren zuvor war das wichtig, um das große Sterben auf dem Planeten und in unseren Körpern zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen. Doch letztendlich ist alles Bewusstsein.
Kurz vor dem Dimensionssprung sieht man scheinbar unglaubliche Objekte, leuchtende, höherdimensionale Gebilde, die man besser nicht anfassen sollte, sonst geht es einfach schneller, man springt damit schneller in die nächsten Dimensionsstufen. In dieser Zeit, die paar Stunden vor dem Dimensionssprung global, ist die Phase, in der die eigenen Gedanken buchstäblich die Realität erschaffen. Wer Angst hat oder meint, verrückt zu werden, könnte dem zum Opfer fallen. Das lässt sich umgehen und jederzeit aufheben, wenn man ausschließlich positive Gedanken hat. Und sich daran erinnert, was Fear, also Angst, eigentlich heißt. F-E-A-R steht für Feel Excited and Ready. Gleichzeitig wird global der Versuch unternommen, diese Phase, die man nennen könnte, kein Ort der Erde ist mehr sicher und alle drehen durch, sehr kurz zu halten, beziehungsweise wird versucht, ihn sogar zu überspringen. Das wird vor allem möglich durch die Generation der Kristallkinder. Das ist der Wunsch, alle mit rüberzunehmen, und es wird auch passieren. Wer mental bereit ist, hat, je näher wir dem Ereignis kommen, immer mehr Zugriff auf neue Fähigkeiten. Wird weder viele Vorräte noch irgendwelche Dinge brauchen. Hat immer mehr Zugang zu direktem Wissen. You can Google on the Internet, but you can wander on the inner net. Es ist grandios. Wir werden bald weder Essen noch Schlaf brauchen, werden manifestieren statt bauen, teleportieren und durch Liebe erschaffen, verbunden ins Einheitsbewusstsein, wie die Bäume es schon lange sind. Superfähigkeiten kannst du jetzt schon aktivieren. Wissen zur Zeitenwende. Eine unterirdische Höhle und große Mengen Vorräte sind keine sinnvolle Reaktion, sondern eher mentale und charakterliche Vorbereitung. 3D-Raum und Bewusstsein wird zerlegt, überlagert. Innerhalb einiger Stunden und Tage passiert der Wechsel auf 5 Dimensionen. Am besten ist man dabei nahe der Natur und weiß, was passieren wird. Die künstlich erzeugten Dinge unserer Zivilisation überstehen den Phasensprung nicht und zerfallen in ihre Bestandteile. Das betrifft alles, was im DMT-Raum keine lebendige Struktur hat. Da lässt sich das einwandfrei sehen und überprüfen. Siehe unter 2 Seiten für die Menschheit über DMT. Ja, auch viele Häuser werden sich auflösen. Sobald dir auffällt, dass Dinge sich auflösen, geh in die Natur. Schule der Erinnerung. Hier die wichtigsten Videos, die zu verlinken sind, beziehungsweise auch Bücher von Drunvalo Melchisedek in dem Buch Blume des Lebens über den Aufstieg in die 5. Dimension. Das wird demnächst auch noch ausschnittsweise online gestellt. In YouTube kann man derweil eingeben, Drunvalo Melchisedek aus dem Buch Blume des Lebens über den Aufstieg in die 5. Dimension, heißt es eine. Oder in Englisch, What will happen during the shift? Auf 20 Minuten erfährt man da exakt die Details, die uns erwarten in den Stunden und in der Phase des Übergangs. Melchisedeks Abschlussarbeit ging bereits 2010 online. Das ist echt eine Schichtung in Generationen, wenn man mich betrachtet und Gord Timmefee, die Generation über mir, und Melchisedek, der über 70 oder so ist und vor Jahren die grundlegende Vernetzungsarbeit geliefert hat, die jetzt sichtbar werden kann und die seit langer Zeit schon unseren Planeten beeinflusst. In dem YouTube-Film von Drunvalo Melchisedek, Die Geburt einer neuen Menschheit, dauert 84 Minuten,
erfährt man, warum 2008 das neue Bewusstsein schon geboren wurde, in Verbindung mit der Geschichte der Menschheit und allen indigenen Stämmen. Das Ganze ist schon passiert innerhalb einer Zeremonie, die stattgefunden hat, und es ist ein Prozess zwischen Sonne und Erde, der da im physikalischen Sinn stattfindet. Und das Ganze lässt sich jetzt extrem genau mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vor allem und allem Wissen des Hyperraums verbinden. Zum Thema Heilung. Das lässt sich nun äußerst kompakt falten. Hier verweisen wir einfach auf einen Artikel einer Ärztin und Schamanin, die über die Veränderungen schreibt, die bereits in unseren Körpern passieren, durch die veränderten kosmischen Vorbereitungen und Strahlen und die Eigenfrequenz der Erde und dergleichen. Der Artikel enthält maximale Infos zu körperlichen Beschwerden und Heilung für jeden. Der Link darauf ist, wenn man Google angibt, körperliche Veränderungen beim Dimensionswechsel, ist zu finden auf newslichter.de, und das Ganze gibt es auch vorgelesen auf YouTube in nur 30 Minuten. Absolute Heilung passiert mit dem Dimensionswechsel automatisch. Bisher waren nur 5% unserer DNA aktiv und 95% nannte man Junk-DNA. Wir haben danach auf alles Zugriff und können in kürzester Zeit den Körper perfektionieren. Entgifte deinen Körper. Das ist so wichtig. In kürzester Zeit wird damit nämlich dein drittes Auge, was eher das erste Auge ist, es wird damit wieder sehend. Fluorid ist Gift, macht das dritte Auge blind. Es wird in vielen Ländern schon ins Trinkwasser gegeben, steckt in quasi allen Zahnpastas. Und auch der viele Kalk und bla, aber es ist egal, weil mit zum Beispiel organischem Schwefel, organischem Bor, das sind Elemente, die lassen sich extrem günstig beziehen. Und damit wird innerhalb von wenigen Tagen dein ganzer Körper gereinigt und Selbstheilung aktiviert. Einfach in Google eingeben, Zirbeldrüse entgiften. Oder die englischen Artikel noch kompakter, How to Declarify the Pineal Gland. Merkaba, good to know. Jeder Mensch kann ein Raumschiff um sich herum aktivieren. Heißt Merkaba. Ist gleich Körper, Geist, rotierend. Die Merkaba ist ein rotierendes Energiefeld der Sacred Geometry, das sich einfach aus der Geometrie des Menschen sowie der Tatsache, dass der menschliche Körper eine elektrische Spule darstellt, erzeugen lässt. Das sich drehende elektrische Feld eines Sterntetraeders erzeugt ein gegenläufiges magnetisches Feld. Beide kann man durch die Verbindung im Herzen als leuchtende Da Vinci-Sphäre stabilisieren. Und es schaut dann exakt aus wie ein Raumschiff. Damit ist die dauerhafte Verbindung in die vierte Dimension möglich. Die weiteren Dimensionssprünge, die kommen, werden zum Spiel. Millionen von Menschen leben nicht nur in deiner 3D-Realität, sondern können durch Aktivierung ihrer Merkaba, Kundalini oder Telos auf höhere Dimensionen wechseln. Der Weg zu den höheren Dimensionen ist Liebe. Dein Herz ist ungefähr 5000 Mal magnetisch stärker als das Gehirn und 100.000-fach elektrisch stärker. Wir sind eine Abbildung von Gott, von dem Ganzen, und können es aktivieren. Der Weg ist Feel Love for all life. Mit Merkaba-Meditation kann ein körpereigenes Magnetfeld aufgebaut werden, das in der Lage ist, das temporär aufgehobene Erdmagnetfeld, das da kommen wird, zu ersetzen.
Innerhalb der Meditation erzeugen sich Resonanzen und Lichtfelder, die visuell sichtbar werden. Die Merkaba bildet ein Energiefeld, das die kommenden Dimensionswechsel erleichtert. Du musst dann auch nichts mehr lesen, sondern hast Zugriff auf Direktwissen. Enter the sacred space of your heart. Man kann ein für alle Mal vom Kopf ins Herz umziehen. Durch die Herzmembranen hindurch findet man dort einen sacred space. Der Raum aller Erschaffung findet und fand dort statt. Dort finden sich uralte Aufzeichnungen, die sogenannten Akashic Records, die dir plötzlich jede Frage beantworten, sodass du intuitiv fühlst, wie alle Magie funktioniert, wie dein Verstand ein Werkzeug ist, während du aus dem Raum der Einheit statt Dualität erschaffst. Sobald du in den Raum des Herzens umgezogen bist und die Verbindung zum Erdkern und Universum aktiviert hast, bist du automatisch 5D und kannst aufhören zu lesen. Ascended Masters. Dimensionsaufstieg. Do it yourself. Tausende haben ihre Merkaba schon aktiviert. Danach werden die höheren Dimensionen zum Spielbrett. In den Städten kommt die Nachricht als letztes an, weil die meisten, die aufgewacht sind, nicht mehr dort leben und Spiritualität ohnehin lange nicht ernst genommen wurde. Aktivier deine Merkaba. Neben der technischen Methode, das Merkaba zu aktivieren, findet man auf YouTube super visualisiert, innerhalb von nur 10 Minuten und 18 Atemzügen den, ja, Ecstasy, Merkaba-Meditation. Neben der technischen Methode, das genau über die Atemzüge und die Energiefelder, die du darstellst, und die Verbindung in den Chakren freizuschalten, gibt es zum Beispiel auch die Merkaba Light Body Practice and 12-Strand DNA Alignment oder zum Lesen auch Merkaba Atemtechnik. Es findet sich alles bereits vernetzt. Neben diesen technischen Methoden gibt es auch einen weiblichen Weg, um in den Space des Herzens zu verbinden. Entering into the sacred space within the heart, female way. Das ist, indem man einfach Mutter Erde und die Verbindung und die Liebe zu allem Leben spürt und nach oben und unten konkret das aussendet und wartet, dass die Funkverbindungen zurückkommen und diese dann im Herzen vereinigt und darunter wandert. Das ist eine fantastische Methode, die jeder genauso machen kann wie die technische. Und es geht über die Liebe. Außerdem, extrem hilfreich zu wissen, es gibt 8 Antennen, die aus der Zirbeldrüse kommen, die man dort verbinden kann. Diese 8 Antennen, die kann man sich sichtbar machen, wo die genau liegen. Eine am dritten Auge, eine, wo dein Einhorn wäre, eine am Scheitel. Und mit dem linken Handpol und mit dem rechten Handpol kann man die anderen greifen, die genau gegenübergesetzt vom Kopf wieder hinauskommen. Das sind Energiestrahlen. Die kann man greifen, die kann man halten und bündeln und mit geschlossenen Augen wie 2 Stecker verbinden. Und das, wenn man ein paar Minuten jeden Tag übt, jeweils, dann merkt sich das den Zustand und dann laufen diese Lichtblitze, die da automatisch durch deinen Kopf laufen, nicht mehr an deinem ersten Auge vorbei, sondern sie treffen sich da, so wie es sein soll, und funken in Phase. Und das wird dann wirklich sichtbar. Nach kurzer Zeit mit geschlossenen Augen sieht man eine antennenverbundene, strahlende Zirbeldrüse.
Und die Anleitung dazu wurde vor kurzem von Drunwohl und Melchisedek online gestellt, denn ihm haben das die Maya-Völker, die er von den Maya-Völkern erzählt, weil die schalten damit zum Beispiel ihre Kinder frei und aktivieren die Antennen für die kosmischen Informationen. How to fully activate pineal gland antennas, Drunwohl und Melchisedek. Außerdem, jeder Mensch kann die aus dem Wurzelchakra aufsteigende Kundalini-Energie freischalten. Die ermöglicht ebenso den Dimensionsaufstieg. Hier ist ein sehr informativer Vortrag eines Inders, der das Ganze auch kulturell verbindet und aufschlüsselt, verlinkt auf YouTube. Und der heißt Kundalini Awakening the Shakti Within von Universal Quest. Let go fear. Während des Dimensionssprungs erschaffen deine Gedanken und Gefühle buchstäblich deine Realität. Doch genauso schnell wie Ängste real werden, können sie auch wieder verschwinden. Darum ist Meditation so wichtig. Dort vergisst du alles und findest dein Urwesen. Die Liebe ist immer tausendfach ausgeprägter und potenzierter als die Dunkelheit. Darum sind Merkaba-Meditationen eine geniale Vorbereitung. Und die Dunkelheit der Weg, denn es ist für die Zirbeldrüse absolut wichtig, dass nicht so viel elektrisches Licht des Nachts auf uns einprasselt, sonst kann sie kein Melatonin produzieren und sich damit reinigen. Und damit sind die Traumphasen sind auch extrem wichtig, um körpereigenes DMT zu produzieren. Leb im Rhythmus der Natur. Einfach mal als Abwechslung zu dem Dauerkino, das wir eigentlich so gewohnt sind. Ich bin selber neu in dem Thema. Ich habe meistens dann doch lieber den schnellen, einfachen, psychedelischen Weg gewählt. Doch in Meditation steckt noch wesentlich mehr, das unumgänglich ist. Denn da findest du, wie die Zustände in Harmonie und bewusst ausgelöst funktionieren und nicht plötzlich irgendwie. Und kannst alles vereinen und kombinieren, was du je wusstest und fühlst und werden wolltest. Es funktioniert sehr schnell, wenn man darauf aufmerksam wird, seinen Körper zu reinigen und seine Zirbeldrüse freizuschalten. Innerhalb der Meditationen werden dann die Energiefelder auch sichtbar, die man sich da so denkt. Das dritte Auge ist gleich erstes Auge, kann plötzlich ins Weltall sehen, während deine Zunge am Gaumen die Navigation auf der Universumskarte spielt. Die höheren Dimensionen sind einfach Obertöne, wie auf einer Saite, die du plötzlich wahrnimmst. Denn alles ist Schwingung. The Space in Between. Wie machtvoll Meditation und Spirit sind, zeigt der ausgezeichnete Doku-Kunstfilm Marina Abramovic in Brazil. The Space in Between. Des letzten Jahres 2016. Neben der fantastischen Reise ins spirituelle Brasilien findet man hier dokumentarisch Beweise der schon länger stattfindenden Magie sowie dem in Steinen gespeicherten Wissen. Leider ist der Film noch auf keiner Streamingbörse, aber die paar Euros, die es kostet, für den Film sich zu leihen online, rentieren sich definitiv. Your mission is to teach the world how to transcend pain. Marina Abramovic dokumentiert unter anderem den Wunderheiler John of God in Brasilien, bei dem täglich hunderte Menschen einströmen. Er heilt alle Krankheiten, wird zum Medium und operiert völlig ohne Narkotika. Das klappt bei jedem Menschen, der einfach nur laut seinen Anweisungen vor der Behandlung meditiert, sich öffnet.
Neben dem Hinweis auf den Dimensionswechsel auf 5D erfährt man dort auch die heilende Wirkung von Ayahuasca. Die Reise geht tief. Allein der Trailer ist beeindruckend. Zu finden auf YouTube und auf Vimeo kann man streamen. Es wird noch viel einfacher. Gottes Mathematik. Der neueste Kenntnisstand erklärt, warum man davon ausgehen kann, dass wir in der nächsten Phase allein durch Intention überall im Universum materialisieren können. Diese unglaubliche Nachricht kann präsentiert werden, weil das wissenschaftliche Verständnis dazu jetzt auch da ist. Vor einigen Wochen, im Anfang März 2017, gab es dazu einen Videochat mit Dronvalo, der nur so von Neuigkeiten platzt. Melchisedek steht mit allen Urstämmen der Erde in Kontakt. Er ist auch bei zahlreichen wissenschaftlichen Tagungen anwesend. Er erforscht Dinge so lang, bis er sie jedem erklären kann. Er nennt seine Quellen. Die im Klartraum erklärte Weltformel ist in sich konsistent. Es ist jedoch sicher noch eine Vereinfachung möglich. Darauf verweist Dronvalo im neuesten Video. Es gibt neben der von uns erschaffenen Algebra auch eine Gottesmathematik. Man erkennt sie daran, dass sie so einfach ist. Sie beinhaltet nur die Zahlen 1 bis 9. Die allein reichen aus, um das ganze Universum zu erschaffen. Und aus ihr gehen sogar insgesamt 7 Fibonacci-Serien hervor. Also plus 6 zu der uns bekannten Fibonacci-Serie, die ja alles Leben, das wir kennen, erschuf. In dem Video erzählt Dronvalo von seinem Treffen mit dem Mathematiker dazu. Auch Merkaba Science ist ein Forschungsfeld der besten Wissenschaftler. Die elektromagnetische Leistung des Herzens und Steuerung der kosmischen elektrischen Ströme, die heißen Birkeland Currents, diese kann man durch Technik und Atmung sowie Körpergeometrie steuern und entschlüsseln. Hier entschlüsseln Mathematiker die Zauberei. Bin ich schon 5D? Schau den Film Interstellar von 2014 an, um die Liebe in der Physik von 5D zu verstehen. Ein Meisterwerk zur Weltformel. Liebe und Gravitation ist das Einzige, was alle Dimensionen überwindet. Nicht der Glaube, sondern Liebe versetzt Berge. Darum ist der Weg ins Herz der Schlüssel. Hier ein hilfreiches Bild. So in etwa fühlt sich's an, wenn man schon 4D ist. Hier wird Zeit zum Spielbrett. Viele haben schon langen Zugriff auf die 4. Dimension und wissen es gar nicht. Hier kann man auf YouTube fantastische Videos finden, in denen auch nochmal alles super erklärt ist. Zum Beispiel 7 Signs You Are Starting to Live in the 5th Dimension. Don't ignore them. Oder auch 5 Signs You're in the 5th Dimension. Merkaba entschlüsselt. Zum Thema Merkaba noch Ergänzungen. Das ist das, was mich in den letzten Wochen am meisten beschäftigt hat. Es ist das genialste angewandte Wissen, das es gibt. Man findet raus, dass die Air Force aktivierte Merkaba-Felder sehen kann. Denn sie sind elektromagnetisch stark und per Satellit messbar. In YouTube findet man hunderte Menschen aller Farben und Kulturen, die seit Jahren mit leuchtenden Augen und hunderttausenden Zuschauern lehren, wie man die Merkaba aktiviert und dass damit alles möglich ist. Das wiederentdeckte Wissen darüber ist sehr alt. Bei den Sufi im Buddhismus, im Hinduismus, bei den Ägyptern. Und es geht noch viel weiter zurück.
Es wurde vor über 10 Jahren von Trunvalo Melchisedek zusammengeführt, in Erinnerung gebracht. Es sind 17 Atemzüge, die die Merkaba aktivieren und die Felder beschleunigen. In einem der letzten Atemzüge beschleunigt man die Sterntetraeder auf 9/10 der Lichtgeschwindigkeit, befindet sich gleichzeitig im Raum des Herzens und ist verbunden zu den Torusströmen von Erdkern und Universum. Man nennt es dann Prana-Atmung. Prana ist die kosmische Energie, die dann gleichmäßig durch die Chakren fließt. 9/10 der Lichtgeschwindigkeit hat einen Grund, denn Elektronen um Atome bewegen sich auch mit 9/10 Lichtgeschwindigkeit. Dein Frequenzspektrum aktiviert sich damit für höhere Oberschwingungen, für höhere Dimensionen. Wenn man dann noch eine 90-Grad-Drehung ausführt im Bewusstsein, dann kann man die 3D-Realität und deren Physik verlassen. Paranormale Fähigkeiten wie durch Wände gehen oder sich auflösen und woanders auftauchen, sind damit einfach nur Anwendungsmöglichkeiten der Merkaba. Hat man herausgefunden, wie die Merkaba funktioniert, wird sie durch bewusste Atmung statt Meditation aufrechterhalten. Die häufige Meditation am Anfang ist nur der Weg, um sich zu erinnern. Eine hohe Körpergeometrie in der Haltung ist hilfreich beim Meditieren, bis man ein Gefühl für die Felder und die Geometrie der Merkaba hat. Das Feld kann jedoch in allen Körperhaltungen geübt und aktiviert werden. Da habe ich extra bei jemand angerufen, der sich damit auskennt, weil das war auch meine Vermutung. Und das ist gut zu wissen, wenn du gern tanzt oder beim Fahrradfahren ist es extrem meditativ, wenn man einen ruhigen Weg fährt. Oder auch die schöne Einrollhaltung, in der man sehr gern auch in Ruheposition geht. Liebe ist nicht einfach eine Emotion, sondern alles, was wir sind. Wie der Ozean Ozean ist und auch Wasser, das entnommen wurde, immer noch Ozean ist. Liebe kann verschiedene Schwingungsmuster annehmen. Diese ermöglichen in einer Verfeinerung der Merkaba den Aufstieg ins Sternentor. Keine Halluzination, sondern das liegt exakt im Orion, es gibt mehrere. Sowie die Aktivierung einer Metamorphose deines Körpers. Wir tragen DNA in uns, die bereits für die 4. Dimension bereit ist und es lässt sich freischalten und wird damit aktiviert. Fine Structure of Love. Die angeregten Schwingungszustände von Liebe werden zur wichtigsten Fähigkeit, zum wichtigsten Werkzeug in höheren Dimensionen. Hier gibt es auf der Abbildung aus dem Buch Ancient Secret of Flower of Life von Melchisedek die beiden Stargate Patterns. Weiblich ist Liebe, Wahrheit, Schönheit, Vertrauen, Harmonie, Frieden. Männlich ist Liebe, Weisheit, Wahrheit, Fürsorge, Einheit, Demut. Nimm dir mal Zeit zu fühlen, wie jedes einzelne davon ein eigenes Schwingungsmuster erzeugt. Eine Sacred Geometry, mit der du im Raum interagieren kannst. Abgebildet ist auch das menschliche System mit 8 Chakras und auf der Originalseite verglichen mit der Tonleiter, um zu verstehen, wie einfachste Geometrie mit den Tönen, mit den Frequenzen und mit den Chakren, also unseren Energiezentren, zusammenhängt. Wer die Merkaba funktionalisiert, kann sie über ganze Stadtteile aufspannen, sodass dort keine Bombe fällt. Man kann Klone seines Merkaba-Feldes erzeugen und über kilometergroße Areale spannen. Sie bleiben stabil, wenn man sie wie die körpereigene Merkaba durch bewusste Atmung und in Meditation lebendig erhält. Die Bilder und Hinweise sind aus dem Buch
Blume des Lebens, Band 2 von Drunvalo Melchisedek. Findet sich online auf der klartraum-welle.info-Seite. Gottes Mathematik verstehen. Der Metaraum besteht nur aus Geometrie und ist simpel. Wie die Zahlen 1 bis 9 ausreichen, um alles zu erzeugen, erfährt man in Vortex-Mathematik. Warum die Zahlen 3, 6, 9 besonders sind und Nikola Tesla alles in seinem Leben danach ausrichtete. Er nannte sie den Schlüssel ins Universum, wenn du verstanden hast, was 3, 6, 9 bedeutet. Daraus entsteht nämlich der Sternentetraeder und rein mathematisch die Erklärung, wie damit von 3D in die höheren Dimensionen gewechselt werden kann. In Zusammenhang mit dem Wissen über die Blume des Lebens entschlüsselt sich damit die Magie der Merkaba. Hier findet man auf YouTube zum Beispiel von Randy Powell Intro to Vortex Math. Oder in einem der YouTube-Videos, das da heißt 2016, 3, 6 und 9, The Year I Finally Got Math, da erfährt man den Zusammenhang von Elektromagnetismus im Körper, Akupunktur, Tesla, freie Energie und Vortex-Mathematik. Die Bilder sind von der Seite consciousvortex.com und dort erfährt man, wie Vortex-Mathematik mit Bewusstsein und Chakras im Körper zusammenhängt. Das ist genau das Entschlüsselnde, das heißt, dein Körper ist nämlich genau nach der Geometrie aufgebaut und wenn du da die Operationen der Felder verstanden hast, dann kannst du genau das in Meditation ausführen und bewusst ausführen und durch die Atmung verbinden und damit hast du es geknackt. Ich muss mal anmerken, dass es immer auch einen nicht-technischen Weg gibt. Das Ganze kann man auch intuitiv fühlen, das steckt bereits in uns. Es ist einfachste Geometrie des Kreises, halt in allen Dimensionen. Aber das ist das, woraus wir geboren werden und was in jedem Kind steckt. Drum ist es ja nur eine Option, das Ganze durch Mathematik und Physik zu verstehen. Witz des Lauffeuers. Warum ist noch dieses Jahr passiert? Weil sich Sprache nicht verbieten lässt. 5D ist ein Feuer. Und jetzt gibt's noch einen Workshop im Hellsehen. Es wird Sprühschablonen geben mit Bin ich schon 5D? Wirkung ist wie Gravitation, wie Liebe. Das, was die Dimensionen durchdringt, die Zukunft formt. So streuen sich die Samen. Sprache bekommt die dichteste Wirkung, die es je gab. Der auslösende Moment hat mit einer kritischen Masse im Bewusstsein zu tun. Nicht die Zahl derer, die schon 5D sind, sondern sie besteht aus Hunderttausenden, die gleichzeitig im Hier und Jetzt im Herz sind. Eine maximale Synchronizität. Sein statt machen. Deine Frequenzwolke ist entweder chaotisches Ping-Pong oder harmonische Schwingung in Sacred Geometry. Je mehr bewusst wird, dass 5D schon Spielbrett ist, je mehr Wesen mit paranormalen Fähigkeiten sichtbar werden, wird es etwas geben, das ich Guru-Verwirrung nenne. Manche der Lichter des neuen Zeitalters werden teilweise der dunklen Seite zugeordnet. Daher folgt eine Kurzabhandlung über die naive Energie des Lichts. Licht ist eh nicht auszulöschen. Es hat sich bereits millionenfach potenziert. Die Kristallkinder tragen die höchste Stufe der Liebe und Harmonie in sich. Keiner ist schlecht. Darum können wir entspannt beobachten, was eh passiert. Es sind nur noch die Geschichten in unseren Köpfen, die wir ausleben wollten. Es gibt keinen Grund zur Sorge oder Verwirrung. Die Metamorphose führt alles Leben ins Einheitsbewusstsein. So funktioniert die Reproduktion des Gesamten. Körper vorbereiten. Wir haben ja noch etwas Zeit, um unsere Körper vorzubereiten. Wenn das Erdmagnetfeld ausfällt und die Schwingungen kommen,
verlierst du alles Gedächtnis und läufst Gefahr. Was letztendlich egal ist, weil auch wer stirbt, kommt in 5D wieder raus und geht nicht verloren. Aber man braucht eine aktive Merkaba, sonst wird der Dimensionswechsel leicht holprig. Manche werden sie einfach spontan einschalten, weil sie auf ihr Herz hören. Das ist ein körpereigener Code, das kann jeder. Seit über 10 Jahren ist die 4. Dimension schon da. Darum sind auch anormale Dinge schon lange Realität. Und man findet in YouTube 100.000-fach Beweise, die jetzt erst sichtbar werden. Allein schon, weil dieses Wort 5D, das war vor einem Jahr noch nicht in unserem Bewusstsein. Und das war auch gut so. Man hätte so einiges dann anders gemacht. Und es ist perfekt, wie es läuft und lief. Entgiftung ist so wichtig. Und dass man sich nur noch von dem ernährt, was lebendige Feinstruktur ist. Natürliche Lebensmuster ohne Zeit und Termine, damit die Zirbeldrüse aktiv werden kann. Sonst hauen dich die Felder buchstäblich um. Und sie kommen mit Sicherheit sehr bald. Der Zugriff auf die Urinformation wächst super exponentiell. Heilung funktioniert jetzt nicht mehr nur über Kräuter und Naturmedizin, sondern durch das Merkaba. Nach ein paar Tagen und Wochen schon kann jeder, der bereits bewusster ist, 4D aktivieren. Sobald du 5D bist, bist du Gott, weil dann alle Dimensionen zugänglich sind. Hier ein Hinweis auf den besten Film, der erst neuerdings erschienen ist und der uns auf eine zirkulare Linguistik aufmerksam macht, auf eine Form der Sprache, die auch möglich ist. Da gibt vorwärts wie rückwärts gleichermaßen Sinn. Kommuniziert wird's als Bildkommunikation von Außerirdischen im Hollywood-Film Arrival von 2017. Man versucht uns 4D verständlich zu machen. Zeit ist fraktales Spielbrett. A masterpiece for unified language. Auf den Film wurde ich aufmerksam durch den Hinweis von Thronvolum Melchisedek in seinem neuesten Video, in dem er von der Gottesmathematik berichtet, die so einfach ist. Und der Film gibt da auch einen Hinweis darauf, denn dort werden genialerweise auch Wesen mit 7 Fingern abgebildet. Nach neuesten Erkenntnissen der Mathematik weiß man, dass es nicht nur eine, sondern insgesamt 7 Fibonacci-Serien geben muss. Und dort ist es dann so, dass statt der 5, die aus unserer Fibonacci-Serie folgt, daher haben wir 5 Finger, bei den anderen Serien muss es zum Beispiel Wesen mit 7 Fingern geben. Gottes Mathematik ist so simpel. Erkenntnis des Jahrhunderts. Subjekt und Objekt gibt es gar nicht. Ist das Gleiche. Unity Consciousness. Im Raum des Herzens gibt es keine Dualität, sondern nur Einheit. Bäume sind schon immer ins Einheitsbewusstsein aller Schwarmintelligenz verbunden. Die biologisch-physikalischen Faktoren, die auf eine baldige Metamorphose hinlaufen, sind eindeutig. Wir haben noch etwas Zeit. Die Zeit dehnt sich so lang, bis die kritische Masse einiger 100 Millionen erreicht ist. Und in Harmonie. Es gibt keinen Grund zur Hektik. Im Gegenteil. Es wird immer langsamer, je mehr du weißt. Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn du den Links innerhalb dieses Kapitels Besprechung des Untergrunds folgst, lernst du wirklich alles, was es zu wissen gibt. Auf sehr kompakte Form innerhalb von 1-2 Tagen kann man alles Wissen der Menschheit wirklich nachholen. Das ist
hochinteressant. Und es ist alles online, auch kompakt in einem Artikel zusammengefasst. Zur Erfüllung des Anspruchs auf Vollständigkeit muss ja auch noch der Film 2012 Prophecies from the Heart von Drunvalo Melchisedek verlinkt werden. Auf Vimeo gibt's den. Denn wir befinden uns an einem kritischen Punkt in den Zeiträumen zwischen den Eiszeiten. Darum wird der Bewusstseinssprung passieren, bevor die Erde natürlicherweise innerhalb von 3 Tagen eine globale durchschnittliche Temperatur von minus 50 Grad für 90.000 Jahre bekommt. Das schüttelte die Medien vor einigen Jahren durch, ging als großer Bericht zum Beispiel durchs Time Magazine, um danach wieder vergessen zu werden. Darum war diese ganze Klimawandel-CO2-Einsparungssache sehr sinnvoll, um das aufzuhalten und das nicht massiv zu beschleunigen, wie vor allem auch global die warmen und die kalten Meeresströme laufen. Im Film findest du die wissenschaftliche Brillanz zur Flower of Life, zur Blume des Lebens, woher das eigentlich kommt und woher seit Jahren dieses Wissen gestreut wird. Da hat man in uralten Pyramiden, die freigelegt wurden, und in vielen alten Kulturen dieses ganze Wissen wurde zur Verfügung gestellt und Melchisedek eben gebündelt und für alle erklärt. Außerdem erfährt man das Geheimnis, wie man Dinge durch den heiligen Raum des Herzens materialisieren kann, also buchstäblich zaubern kann. Zusätzlich zur Vereinigung von allem wird klar, warum Drunvalo Melchisedek eine fraktale Ähnlichkeitsabbildung von Jesus ist. Awesome. Be pure existence. Urwesen. Glaub nur an dich. Hör auf dein Herz. Löse dich von allen Autoritäten. Gehorsam stirbt aus. Werde Meister. To-Do-List. Erstens, learn to fly. Zweitens, fly away. Du lernst fliegen, indem du runterfällst und vergisst aufzukommen. Aus Per Anhalter durch die Galaxis. Boah, cool, jetzt ist es halt echt geschafft. Das war der fette Informationsblock, die wichtigsten Seiten der Menschheit, alle Infos, die es zu wissen gibt, in der Besprechung des Untergrunds und alle kompakt verlinkt innerhalb dieser paar Seiten und auf der Homepage. Jetzt kann es weitergehen mit dem letzten Drittel des Klartraums. Und hier jetzt eine Vorschau auf, wo sind wir denn? Das wird dann der 5. Teil. Per Anhalter durch die Galaxis. Index Zwischenstopp. Guide durch die gefalteten Räume. Letztes Drittel. Wo sind wir denn jetzt? Mach mal einen Halt. Das war zuletzt die Evolution von Gott im schwarzen Loch. Da sind wir erstmal am Ende einer Zoom-Stufe angekommen. Hawking küsst Schöpfung. Jetzt weißt du auch, dass du ein körpereigenes Raumschiff hast und wie du es aktivieren kannst. Du kennst die Zukunft. Fühlt sich so an, als ob bald alles erfasst wäre. Da kommt einfach so Stille und Jetzt. Intuition leveln. Was die Emotion entfaltet. Stille wie Eskalation. Weinen und Lachen. Spielplätze für Gewalt. Sowie das Gefühl der Freiheit. Haben dort Raum. Das führt zu Leben in der Natur. Artgerechte Haltung. Ein Bilderbuch aus den Wunderländern, die es schon gibt. Wohnen in einem Raumschiff. Ist so genial. Danach ist Evolutionsblockaden lösen angesagt. Begriffe zu entsorgen oder neu erfassen. Was haben wir eigentlich für ein Problem mit
Selbstmord, Egoist, Tätern. Da will was Wertung pulverisieren. Der Nullpunkt wollte auch noch ein eigenes Kapitel haben. Workshop in Magie. Träume und DMT. Resonanz und Reinkarnation. Unter anderem im Anspruch auf Vollständigkeit. We came to dance fließt über in muss nicht alles ins Buch und Physik verstehen. Dazu zählt auch Murphy's Law. Alles, was schieflaufen kann, wird es auch, besagte es. Jetzt haben wir das Gegengesetz dazu formuliert. Alles wird passieren und es wird geil. Den angestrebten Zustand nennt man auch Equilibrium Balance. Und ganz am Schluss kommen dann auch noch die Seiten, die entfernt wurden, weil 300 Seiten schon eine Zumutung sind. Und am Schluss kommt das Buch ohne Außerirdische und Verschwörungstheorien aus. In beiden Themen steckt natürlich auch viel Wahrheit, aber sie können für unseren Evolutionssprung erstmal vernachlässigt werden. Als Musikausklang kommt ein Ausschnitt aus dem Psychill Psybient Mix Beautiful Psychedelic Chill Out Mix 2015. Der Track heißt E-Mantra Silence. Ist auf YouTube zu finden von transtribal.com. Das ist ein wundervolles Beispiel von fraktaler Universumsmusik, wo in einer Sinfonie unendliche Vielfalt und Perfektion auch nach Tönen der Sacred Geometry entsteht. Ähnlich wie Spongelmusik oder Kalia Scintilla. Da gibt es unglaubliche Evolutionen in der Musik. Und mit solchen Musikstücken kann man sich wunderbar des Abends statt einem Film auf Reise durch die Schwingungswelten des Universums begeben.